Und die Stimmung war auch so. Wir hatten dann, es gab x andere Ereignisse, die alles das belegen. Da gab es den Chef der Kanalarbeiter, das war der konservative Teil der SPD, Egon Frank aus Hannover, der ist extra zu ihm gefahren, um ihm zu sagen, nach der Wahl rechnen wir ab. Es ist fester Bestandteil, dass der Gast sich ein Musikstück wünscht. Was wünschen Sie sich, Herr Müller? Ein Stück von 1969 von Bob Dylan, Tonight I will be staying here with you. Der Hintergrund dieser Auswahl ist jetzt das, dass in dieser enorm intensiven Arbeitsbelastung, die wir 1968, 69, 70, 71, 72 in Bonn hatten, es immer noch die Zeit gab für uns Freunde, Freundeskreise zusammenzukommen, zu diskutieren, aber dann auch den Teppich beiseite zu rollen und zu tanzen. Damals gab es ein SWF 3 mit Frank Laufenberg und anderen Moderatoren. Das strahlte bis nach Bonn und ich weiß noch sehr genau, wie wir das genossen haben in diesen wenigen Zeiten, die wir hatten. Und dieses Musikstück gehört mit dazu. In der Info der Talk heute mit Albrecht Müller. Willy Brandt ist ja dann 74 zurückgetreten in der Affäre Guillaume, aber das war nicht der wirkliche Beweggrund. Das Ende oder in meiner Terminologie, in meiner Sprache, wenn ich sage, er war einer Treibjagd ausgesetzt, der eigentliche Blattschuss hat schon im November, Dezember 1972 stattgefunden, als man nämlich ohne ihn die Koalitionsverhandlungen geführt hat. Er war im Krankenhaus und konnte nicht sprechen, weil die Stimmbänder kaputt waren. Und für mich ist das ein absolut rätselhafter Vorgang, wieso keiner der sonstigen Leute im Parteivorstand gesagt hat, das geht nicht, hier wird nicht verhandelt, bevor der Sieger dieses Wahlkampfes und der Vorsitzende der SPD und Bundeskanzler wieder aus dem Krankenhaus ist. Und es wurde verhandelt und es wurde unglaublich viel an die FDP verschenkt. Er konnte das aber nicht mehr revidieren, ohne alle zu blamieren und ohne Krach mit der FDP anzufangen. Deshalb war das eigentlich schon das Ende und ich würde es, und so formuliere ich das auch in meinem Büchlein, er war da, wie die Amerikaner sagen, eine lame duck. Vielleicht schildern Sie doch einfach mal die Wochen, Tage Also und Stunden. es zeichnete sich ja wirklich ab seit 1973 schon bei der Regierungserklärung, hat Willy Brandt leider auch nicht sich daran gehalten, die Menschen, die da so engagiert waren im Wahlkampf, wirklich anzusprechen, sondern eine eher konservativere Regierungserklärung abgegeben, sodass er hinterher nochmal revidieren musste. Und dann ging es weiter, nicht mit Fehlern, sondern mit unglaublichen Attacken, also von Wehner, der Herr Badeklau. Und ständig konnte man im Spiegel lesen, dass er angeblich nicht regiert und dass er die Akten nicht vom Schreibtisch kriegt und was alles da an bösartigen Behauptungen in die Welt gesetzt worden ist in dieser Zeit. Dann gab es all Riesenattacken auf den angeblichen Linksruck und dass er die Partei, die SPD, verludern ließe und dergleichen mehr, was wirklich alles nicht stimmt. Es stimmt nicht mit dem Linksruck, es stimmt nicht, dass er nicht unglaublich fleißig gearbeitet hat, es stimmt nicht, dass er depressiv war. Das konnte man manchmal, aber war er im Kern nicht. Und dann kam diese schreckliche Guillaume-Affäre hinzu. Da war, kann man sagen, sein Fehler war, dass er zugelassen hat, dass die Sicherheitsdienste einen Spion in seiner Nähe lassen, um ihn zu beobachten und das auch noch schlecht gemacht haben. Da kann man sagen, das ist ein Fehler. Er schreibt selber, dass er sich da auf den Rat des Innenministers verlassen hat. Ist das schlimm? Also das würde ich sogar sagen, da hat er ja recht, wenn der Innenminister sogar sagt, das muss so sein. Dann ist man als Kanzler geneigt zu sagen, jawohl, das ist auch eine Autorität, das muss ich hinnehmen. Dennoch war das vielleicht, war das ein Fehler, kann man sagen, hätte er nicht keinesfalls machen dürfen, dass der da bleibt. Auf jeden Fall hat man ihm dann auch so einen Strick draus gedreht und dann hat ja der Verfassungsschutzpräsident Nollau und der Wehler auch noch in üblen, schmierigen Sachen zusammengearbeitet. Dann haben sie irgendwelche Weibergeschichten erfunden und haben ihm die angedreht und haben behauptet, Willy Brandt sei erpressbar. Und da haben sie auch den Sicherheitsbeamten von Brandt wirklich auf unsolider Weise in die Mangel genommen. Das muss man mal sehen. Die haben den kommen lassen nach Bonn, haben ihn mit Beugehaft gedroht.
So hat er berichtet, wenn ich recht weiß, hieß der Bauhaus. Ich kannte den auch ganz gut und er hat sich weinend gegenüber Willy Brandt dann erklärt später. Aber es muss sich mal vorstellen, dass Sicherheitsgruppe Bonn oder das Bundeskriminalamt den Sicherheitsbeamten des Bundeskanzlers unter Druck setzt, um Aussagen von dem zu erreichen in Frauengeschichten. Und Sie sehen dann auch, dass sowas sich weiterträgt in einem Film. Also er war wirklich unter Druck all dieser Machenschaften, die um ihn herum angestellt worden sind. Und ich sehe das eindeutig so, dass er gar keine andere Wahl hatte, als zurückzutreten. Es ist immer die Konstellation, wenn innerparteiliche und außerparteiliche Gegner gegen einen stehen, dann hat der keine Chance. Und so war es auch für Willy Brandt im Jahre 1974. Wie haben Sie von seinem Rücktritt erfahren? Erinnern Sie sich? Ja, ich erinnere mich deshalb gut, weil ich da in Urlaub war. Und ich wurde da zurückgerufen und flog von Pisa aus. Ich war in der Toskana. Und flog von Pisa aus nach Bonn zurück. Und da war aber auch schon alles geschehen. Wenn man Ihnen so zuhört, dann kann man ja denken, wenn du in der SPD bist und Parteifreunde hast, dann brauchst du keine Feinde mehr, wenn man es mal ein bisschen flapsig formulieren kann. Sie selber haben dann weitergemacht in Ihrem Job unter dem Nachfolger Willy Brandts, unter Helmut Schmidt. War das ein großer Bruch für Sie in der Arbeit? Also wir haben erstmal eine Probezeit vereinbart. Ich wusste selbst nicht, ob ich weitermachen will, Helmut Schmidt auch nicht. Also sind wir uns übereingekommen, dass wir weitermachen. Und ich muss sagen, dass ich wirklich sehr gute Dinge auch bei diesem Bundeskanzler erlebt habe. Und zwar auch gegen das, was immer behauptet wird, dass das nur ein Macher sei und einer, der nicht nachdenkt. Ich habe den Helmut Schmidt auch als jemanden erlebt, der durchaus über mehr als über Ökonomie nachdenken kann. Er hat aber dann bei der Wahl 1980 nicht auf Sie gehört und hat das später bezahlen müssen. Er hat 1980 einen großen Fehler gemacht, den er auch zwischendurch mal eingeräumt hatte. Er hat nämlich die Zweitstimmenkampagne der FDP laufen lassen und deshalb ist die FDP enorm geklettert und er war geschwächt. War das der Anfang vom Ende der Auf jeden Fall war nicht Anfang und Ende, was überhaupt behauptet wird, dass die SPD ihn verlassen hätte. Das Anfang von Ende war der Wille der FDP wegzugehen. Das kann man auch festmachen an Graf Lambsdorff. Es gibt doch dieses berüchtigte Lambsdorff-Papier. Es gibt das berüchtigte Lambsdorff-Papier. Das Gründungsmanifest des Neoliberalismus. Der Mensch, der dahinter stark, nämlich Hans Tietmeyer, der war schon zu Zeiten von Schiller im Bundeswirtschaftsministerium, war mein Kollege sozusagen, der war Grundsatzreferent und ich war Redenschreiber. Und ich habe damals schon Hans Dietmeyer als sehr konservativen Menschen kennengelernt. Der war Vorsitzender der CDU in Bad Godesberg, wenn ich recht weiß. Und der war auch dann bei Lambsdorff und hat wesentlich dieses neoliberale Papier mitgeschrieben. Das war die eigentliche Ursache der Veränderung, auch der FDP in Richtung dieser neoliberalen Glaubenssätze, dass die SPD auch murrte über die Härte, mit der Helmut Schmidt und andere bei ihm für die Kernenergie eintraten, dass die SPD murrte über den Rückschritt in der Umweltpolitik, der bei Schmidt stattfand, dass sie murrte über manche Sozialstreichungen, die damals schon gemacht worden sind. Waren schon gravierende Fehler seinerseits, aber tatsächlich war der Hauptgrund, dass das sozusagen eine neue Ideologie einzog und die FDP sich dieser Ideologie geöffnet hat, eben personalisiert dann durch Graf Lambsdorff.